In diesem Video gebe ich euch einen Überblick zu Power BI und den einzelnen Komponenten. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Power BI Video. Zuallererst möchte ich die Frage klären, was ist Power BI? Power BI ist eine Software, mit der Daten grafisch visualisiert werden können. Genauso wie in Microsoft Excel. Kommen wir nun zur zweiten wesentlichen Frage: Weshalb soll ich Power BI nutzen? Dazu kann angeführt werden, dass Power BI sehr, sehr viele Datenquellen unterstützt. Über 100. Diese kommen aus den Bereichen Datenbanken, Dateien, Online-Dienste und viele andere Datenquellen. Des Weiteren ist Power BI speziell für das Erstellen von Berichten konzipiert worden. Als dritten Punkt habe ich Self-Service angeführt. Damit ist gemeint, dass Power BI so konzipiert wurde, dass Business-Anwender einfach Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen können. Jeder mit vorheriger Excel-Erfahrung, Erstellen von Berichten, Diagrammen und so weiter, kann problemlos zu Power BI wechseln. Es ist äußerst intuitiv und Office-ähnlich gestaltet und macht es dadurch für ein breites Publikum benutzerfreundlich. Als vierten Punkt ist noch anzuführen, dass es eine breite Unterstützung hinsichtlich dem Web und auch den mobilen Endgeräten sich auszeichnet. Als nächstes sehen wir uns nun einen Überblick der einzelnen Komponenten von Power BI an. Als erstes sei der Sammelbegriff Power BI erwähnt. Dieser setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Services, Gateways und Tools, die teilweise in der Cloud bereitgestellt und teils auf Endgeräten betrieben werden. Als zweite wichtige Komponente von Power BI ist der Power BI Desktop. Dieser ist eine gratis Desktop-Anwendung und kann Daten über eine Datenverbindung visualisieren, modifizieren und als Bericht bereitstellen. Und dazu sehen wir uns nun einfach ein Demo an. Ich habe nun Power BI Desktop gestartet und befinde mich auf einer leeren Arbeitsfläche. Als ersten Schritt möchte ich die Möglichkeit vorstellen, Daten zu importieren. Dazu gehe ich im Menü Daten auf Daten abrufen und wähle Weitere. Dadurch erhalte ich eine Übersicht über alle verschiedenen oder vorhandenen Datenquellen. Ich möchte in meinem Fall einen Online-Dienst, im Speziellen einen OData-Feed anbinden. Ich wähle auf Verbinden und kann nun im nächsten Fenster die entsprechende URL eintippen. Ich habe mich für die Northwind Demo-Datenbank entschieden und bestätige mit OK. Nun erhalten wir in Power BI Desktop den Navigator. In diesem ist es möglich, aus den bereitgestellten Tabellen bzw. Daten einzelne zu selektieren. Ich möchte mir die Rechnungen ansehen und erhalte durch einen Klick bereits eine Vorschau der verfügbaren Daten und kann hier einen Vorabcheck durchführen. Wenn ich diese Daten bzw. diese Tabelle noch weiter transformieren möchte, dann kann ich das in diesem Menüpunkt Daten transformieren. In meinem Fall ist es für mich in Ordnung und bestätige mit Laden. Nun importiert Power BI diese Tabelle in meine Arbeitsfläche.
Nachdem die Daten importiert sind, kann ich in der Arbeitsfläche im Bereich Felder die importierte Tabelle mir näher ansehen und kann auch die einzelnen Spalten bzw. Attribute nun für eine Auswertung auswählen. Auswertungen finde ich in dem Reiter Visualisierungen. Um nun eine Auswertung zu simulieren, wähle ich ein einfaches Säulendiagramm und möchte nun die Rechnungen für die einzelnen Länder mir ausgeben. Ich gebe Quantity mit einem Sigma gekennzeichnet, dadurch weiß ich, dass es sich um ein Wertfeld handelt. Als nächstes möchte ich noch das Land. Und wie man bereits erkennt, habe ich ein dazugehörige Säulendiagramm nun erstellt. Wie ihr seht, kann so relativ einfach eine Auswertung im Power BI Desktop erstellt werden, analog wie in Microsoft Excel. Als dritte Komponente ist der Power BI Service zu erwähnen. Der Power BI Service ist ein cloudbasierter Dienst für die Teilung, Erstellung und Bereitstellung von Dashboards oder Einzelberichten. Es bietet zusätzlich noch einen Benachrichtigungsdienst an. Ich habe dazu ein Video verlinkt, das sich genau um diesen Power BI Service näher beschäftigt. Als vierten Punkt ist noch der Power BI Report Server genannt. Der Power BI Bericht Server ist ein lokaler Berichtsserver mit einem Webportal, in dem Sie Berichte und KPIs anzeigen können und verwalten. Es umfasst Tools zum Erstellen von Power BI Berichten, paginierten und mobilen Berichten sowie KPIs. Wie ihr seht, habt ihr nun in aller Kürze einen Überblick zu Power BI erhalten. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.